So, meine Lieben, hallo und guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal oder auch herzlich willkommen zurück. Ich grinse gerade echt im Kreis. Ich habe nämlich gerade von meiner Tochter die Information bekommen: Mama, es sind jetzt schon 100 Abonnenten. Boah! Ich freue mich so mega darüber. Vielen, 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 vielen Dank, dass ihr jetzt schon 100 Menschen seid, die hier mit mir zusammen Kaffee kochen. Das finde ich so den Knaller. Und deswegen trinken wir heute mal einen Kaffee auf die ganze Geschichte, weil es ist erst 12:20 Uhr und da ist es noch zu früh für den Prosecco. Also jedenfalls jetzt hier so für mich allein daheim. So unterwegs ist das ja mal was anderes, aber jetzt nein. Mann, 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 100. Ich habe mich vorhin schon über die 99 so mega, mega gefreut, ja. Und jetzt 100, das ist also wow. Dreistellig, ich finde es total toll. Ja, wie gesagt, ich werde ja hier zu Hause immer so ein bisschen belächelt von den Teenagern und jungen Erwachsenen. So nach dem Motto, 100 Abonnenten. Ja, ich weiß, die YouTuber, die ich total gerne gucke, ja, oder die Videos gemacht haben, die haben dann, keine Ahnung, fünfstellige Bereiche, ja, die liegen da bei 28.000 oder 35.000. Aber so ist es halt nun mal bei mir nicht. Noch nicht, aber wer weiß, vielleicht wird's ja. Und irgendwann haben sie alle mal angefangen, ne? Kochen am Ende auch alle nur mit Wasser. Und die Frage ist, was kochen wir aus dem Wasser? Schmeißen wir da einfach nur ein bisschen den Teebeutel rein oder machen wir da draus irgendwie einen Nudelsalat, so wie heute, ja? Ich habe ihn ja vorhin schon im Fast Forward gezeigt. Schöne leckere Endergebnis. Hat sich bei uns. Super, jetzt schmeiße ich mir hier noch die Nudeln auf die Füße. Nee, es war eine Gurke. Ja, es hat sich bei uns tatsächlich so jetzt etabliert, dass meine Kinder sich sonntags immer einen Nudelsalat wünschen, weil sie sich den super gut mit in die Schule und auf die Ausbildung mitnehmen können. Und ich habe eine Tochter, die ist so ein bisschen schwierig mit dem Essen, ja. Und schon immer, also schon von klein auf, ja. Und die hat dann zum Beispiel Nudeln, ja, mit Tomatensoße, ja, aber Tomaten pur, no. Kalte Nudeln, kalte Kartoffeln, also Kartoffelsalat, Nudelsalat gar nicht, ja.
Und irgendwie hatte da wahrscheinlich mal einen bei meiner Oma versucht damals oder bei meiner Mutter. Auf jeden Fall hat sie wohl mit Kartoffelsalat und Nudelsalat was anderes verbunden als das, was ich mache. Und jetzt habe ich halt hier mal neulich einen gemacht, weil ich einfach mal Bock drauf hatte, ja. Mein Sohn und ich so, ha ja, geil. Und dann war sie wieder mal so ein bisschen beleidigt deswegen, weil sie das leider persönlich nimmt. Und ich habe nur gesagt, ich möchte den essen. Ich habe den gemacht, weil ich und dein Bruder den gerne essen möchten. Und für dich habe ich was anderes. Ja, bitte. Das sind dann manchmal so ein bisschen diese Konflikte, die wir dann hier intern ausfeiten, so dieses Geschwister-untereinander-Ding. Ja, aber für den machst du jetzt ein extra Essen und für mich nicht. Nein, ich mache mal was für mich, was zufälligerweise dein Bruder auch isst. Ja. Oh Mann, also das ist schon lange, lange ein Thema bei uns und es ist nicht so einfach, aber es wird immer cooler und besser. Auf jeden Fall hat sie sich dann, als ich nicht da war, gedacht, ich probiere es mal. Und dann erreichte mich eine WhatsApp, in der drin stand, Mama, dein Nudelsalat ist ja voll lecker. Yes! Und es ist wirklich so, dass seit 4 Wochen die beiden Kinder sich jeden Sonntag oder am Wochenende schon anmelden. Du, können wir für nächste Woche wieder so einen Nudelsalat to go? Und ich, natürlich, ja. Und in dem Salat sind sowohl Tomaten als auch Oliven drin. Und die isst sie mit. Und ich freue mich und sie freut sich, weil sie ist schon immer so, dass sie sagt, oh Mann, ich würde so gerne schon Tomaten auch essen. Ich finde, die sehen auch so lecker aus, gerade so diese kleinen. Und dann schneidet sie sich immer so ein bisschen was von ab. Und sagt, Aber in dem Salat isst sie sie. Und das finde ich richtig, richtig cool, weil damit ist sie auch glücklich. Das ist so ihr Kompromiss mit den Tomaten, mit den Nachtschattengewächsen. Ja, und wie gesagt, von diesen beiden Herrschaften, die hier noch mit mir den Raum teilen, kriege ich dann immer so ein bisschen ein Schmunzeln, ja, dass meine Tochter zum Beispiel sagt, ja, ich habe bei TikTok einen Kommentar reingeschrieben unter einem Video und ich habe dafür 16.000 Likes gekriegt. Und ich so, was hast du denn da Tolles reingeschrieben? Ja, eigentlich nur, dass sie findet, dass die und die anders aussieht als früher. Ich so, echt jetzt? Ja, Mama, TikTok ist was anderes. Vielleicht sollte ich zu TikTok. Mein Sohn, nee, nee, ab 48 ist das, da kann man überhaupt nicht mehr rein. Also da kommst du nicht rein. Der findet das ja jetzt schon blöd, weil ich glaube, ein paar von euch Abonnenten sind vielleicht mit ihm befreundet und ziehen ihn vielleicht so ein bisschen auf, dass die Mutti da Videos macht. Leute, hier wird nicht gemobbt, nur weil die Mutter von jemandem da vielleicht lustige Sachen macht oder Sachen, die ihr nicht lustig findet und ihn damit aufzieht. Und hey, der Mutter hier, die hat wieder so Fast Forward, Yoga wie Fast Forward, Yoga-Video da reingestellt und Nudelsalat. Ist ja voll toll bei euch daheim. Wird nicht gemacht, habt ihr verstanden? Wird nicht gemobbt. Aus, Schluss, Sitz, Platz, fertig. Ja, also TikTok ist wohl die viel coolere Plattform, aber ich verstehe TikTok nicht. Snapchat verstehe ich auch nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich damit noch nicht beschäftigt habe, ja. Ich bin so früher mal wer kennt wen Mädchen gewesen und dann mal Facebook und Facebook ist aber auch schon lange tot irgendwie. Also ich bin noch da, aber da erreicht mich nichts mehr. Ich habe die App nicht mehr auf dem Handy. Ich bin voll im WhatsApp-Austausch mit meinen Freunden, mit meinen Lieben und jetzt halt hier mit euch. 100, 100. Ach so, was ich noch sagen wollte, das Schöne heute war, ich habe mich ja über die 99 gefreut, ne? Und dann hat meine Tochter vorhin hier gesessen und sagt, hey Mama, du hast ja unter dem einen Video schon richtig viele Kommentare. Und ich so, ja, genau, das ist das Video vom Thomas über den Thomas Riccardi. Da haben jetzt ganz viele Leute total nette Sachen geschrieben. Und dann guckt sie so hoch und sagt, übrigens hast du jetzt die 100. Und ich so, echt? Und dann hat sie sich so gefreut, weil ich mich so gefreut habe und hat diesen Spruch mit dem, ich habe einen Kommentar mit 16.000 Likes, den hat sie dann weggelassen und hat sich wirklich mit mir von Herzen gefreut. Und da mein Kaffee jetzt schon anfängt zu zischen und ich eigentlich sonst gar nichts zu erzählen habe, außer vielen, vielen, vielen Dank, sage ich euch jetzt nur eine kleine Sache. Wenn du dich unglücklich machen willst in deinem Leben, dann fang an, dich mit anderen zu vergleichen. Das funktioniert 100%. Und ich weiß es, weil ich habe es probiert. Ich habe mich, jetzt erzähle ich doch noch ein bisschen was, weil es ist ja noch nicht so weit, ne? Ich habe zum Beispiel die Schwester eines Freundes,
hat ja dieses Motto, habe ich euch auch schon mal erzählt, es bleibt nichts liegen in der Wohnung. Nichts. Weiß nicht, haben wir da hinten? Der Tisch. Da steht jetzt alles voll mit irgendwelchem Obst, Gemüse und Nüssen, die ich jetzt hier gekauft habe, geschenkt bekommen habe. Alles, was noch verarbeitet wird, steht alles da rum. Hier liegt die Fernbedienung rum, meine Yoga-Korkblöcke. Da hinten liegt ein Spall vom Hund. Ein Spielzeugball. Ja, und ihr Ding ist, es bleibt nichts liegen. Und ich habe irgendwie gedacht, ich muss das auch machen. Ja, und dann war ich irgendwie ständig nur am Rumräuseln. Ich finde es schon schön, wenn es aufgeräumt ist. Ich mag das super gern, aber ich schaffe es nicht zu sagen, es liegt nichts rum. Es geht einfach nicht. Also dieser Vergleich tat weh, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ja, ich habe es einfach nicht geschafft, so perfekt zu sein. Die putzt auch jeden Tag putzt die ihr Haus. Die Böden. Steht so ganz früh auf, putzt die Böden. Das, was ihr in meinem Fast-Forward-Video erst putzen, dann Yoga gesehen habt, das mache ich einmal in der Woche. Ja, wenn es schlimm ist, vielleicht auch zweimal. Vielleicht auch nur alle zwei Wochen, wenn ich mal keinen Bock habe und mal nur aus mir rausgucken will. Ja? Gut, der Vergleich. Dann früher der Vergleich mit Dünneren. Was essen die? Was machen die? Okay, will ich auch. Klappt bei mir nicht. Super, hat ganz toll funktioniert. Ich war ganz unglücklich. Oder wie viel wiegst du denn? Ich bin so und so groß und ich wiege so und so viel. Wie, du wiegst 5 Kilo weniger? Was machst du denn anders als ich? Wieder unglücklich. Oh, du hast so schöne, glatte Haare. Gut, das ist ja so ein Ladenhüter, ja. Glatte Haare, Lockenhaare. Ich finde meine Lockenhaare schon cool, aber ich habe halt so die eher trockene Optik, ja. Und da habe ich auch schon wirklich alles Mögliche ausprobiert. Meine Haare sind halt nun mal so. Die sind widerspenstig, die sind wellig, die sind mal strähnenweise glatt. Die sind halt, wie sie sind, ja. Und dann, oh, ich will auch so schöne, glänzende Haare, ja, und ich hätte lieber ganz glatt, ich hätte lieber ganz lockig. Was passiert? Also, egal, was du nimmst, es gibt immer irgendjemand, der ist besser damit oder schlechter damit, immer. Und entweder bist du im Leid, weil du nicht so bist, wie du gerne wärst, oder du bist im Hochmut, weil, ich bin ja viel besser, bin ja so viel besser. Aber meistens hält das nicht lange an, weil dann guckst du rüber und sagst, oh, die hat aber viel schönere Haare als ich. Aber ich bin besser als der. Hm? Oh, hast du die Taille gesehen? Ich will auch so eine Taille. Vergleichen macht unglücklich. Entweder, weil du dich scheiße fühlst, weil es nicht so läuft, oder weil du hochmütig bist. Und das ist auch kein schönes Gefühl. Nur ganz kurz vielleicht mal. Für einen Augenblick denkst du so, oh, ja. Aber diese Insel, die geht ganz schnell wieder unter, sobald irgendwas anderes in dein Feld kommt, wo du so denkst, Deswegen habe ich dieses Wissen schon lange, dass Vergleichen unglücklich macht. Und daran arbeite ich auch schon ganz lange. Und natürlich bin ich ein Mensch. Und natürlich vergleiche ich mich. Und wenn ich dann beim Yoga sage, ich dachte, ich sehe aus wie eine 1, aber ich sehe nur aus wie eine 3, hat sofort meine Yogalehrerin mir WhatsApp geschickt und hat gesagt, hier, hör mal auf, dich so zu bewerten. Ja, hast ja recht. Was habe ich gemacht? Ich habe mich mit der Yogalehrerin verglichen. Also die mir da einen vorgeturnt hat im Fernsehen. Die hat nicht bei mir angerufen. Cassandra hat nicht bei mir angerufen, sondern meine süße, tolle, super Yoga-Frau, mit der ich ganz viel Austausch habe. Und schön ist es, wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, die einen liebevoll schubsen. Die nicht sagen, übrigens, das war es wieder im Vergleich, gell? Hast gemerkt? Du wolltest es doch nicht mehr machen. Da reagiere ich dann in der Regel so. Ich hab's gemacht. Jetzt seid ihr zu 100. Jetzt haben 100 Leute gesehen, dass die Mutti 2 Finger hochgehalten hat. Aber ich habe euch gesagt, ich habe auch bei anderen YouTubern gesehen, da sind manchmal so richtige verbale Eskalationen dabei, wo ich so denke, was hat der gerade gesagt? Das kann doch nicht wahr sein, ja? Und hat der gerade fuck gesagt? Na gut, dann kann ich das ja auch mal machen, gell? Bei mir ist es ja auch nicht so, hier, ich bin total aggro, ich find's voll scheiße, was die Regierung hier macht und die Bild-Zeitung, die hat so recht und so bin ich ja nicht. Von daher, ich bin ja so,
Ich bin ja so, wie ich bin. Und ich finde, da kann man auch mal so einen Mittelfinger hochhalten, wenn man was Witziges erzählt. Ich gehe ja nicht raus und sage zu meinen Mitmenschen, das mache ich ja nicht, ja. Ich stelle es mir gerade vor. Ich komme so mit meinem Hund raus, erstmal Nachbarin, guten Morgen, hier, halt die Fresse. So. Ich komme mir vor wie mein Badesalz gerade. So sind wir ja nicht. So, damit hat das Video wieder mal nur den Sinn der Unterhaltung und der Lebensfreude. Und ich hoffe, genau das kommt bei euch heute rüber. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Heute regnet es. Ist ja nicht immer so das beliebteste aller Wetter. Mal gucken, was ich draus mache. 2 Stunden Gassi haben wir auf jeden Fall schon. Ein bisschen geturnt habe ich auch. Hunger. Jetzt gibt es erstmal eine große Portion Obst. Heute habe ich mal Bock auf gesund. Obst. Hm. Quark, Nüsse und getrocknete, wie heißen die? Datteln. Die gibt es jetzt. Jetzt ist es schon wieder so lang geworden. Nee, es ist gar nicht. Schneit es ja noch. Also, ich wünsche euch einen tollen, tollen Sonntag. Nochmal vielen, vielen Dank für jedes Abo, für jedes Like, für jeden Klick, für jedes Weiterleiten. Macht es weiter, ich freue mich und bis bald, ihr Lieben.